Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es einen Full Day of Eating. Workout Nummer 1 ist auch schon beendet. Das war jetzt ziemlich knackig. Circa 5 Kilometer in 24 Minuten. So, und wie angekündigt, die Mahlzeit Nummer 1. Eine Quark Bowl mit verschiedenen Toppings. Und da wartet auch schon die nächste Mahlzeit auf mich. Hier haben wir ein Selfmade Bread. Jetzt mache ich noch ein zweites Workout für heute. Leider ein bisschen später als angenommen. Eigentlich wollte ich ja schon um 18 Uhr trainieren, aber leider hat sich alles ein bisschen verzögert. Deswegen jetzt doch erst 20 Uhr mein Training, aber das macht gar nichts. Deswegen lege ich jetzt umso mehr los. Ich mache heute einen Leg Day, deswegen ja auch vorher schon meine kohlenhydratreiche Ernährung. Einfach damit ich ein bisschen mehr Power habe, ein bisschen mehr Gas geben kann. Ich werde auch gleich noch ein paar Trainingseindrücke von heute eben einblenden. Und genau. Wie gesagt, jetzt haben wir 20 Uhr, ich trainiere jetzt wahrscheinlich so eine halbe bis dreiviertel Stunde. Denn länger werde ich heute wahrscheinlich nicht schaffen, aber ich gebe auf jeden Fall Vollgas und lege jetzt los. Da man Beine ja normalerweise immer ein bisschen schwerer trainieren sollte, um wirklich Fortschritt zu erzielen, ist natürlich momentan ein bisschen schwierig, wenn man kein Home Gym mit 100 Kilo hat. Deswegen einfach so ein bisschen Abwechslung reinbringen, ist enorm wichtig. Aber ein bisschen die Übungen durchwechseln, was Neues ausprobieren und ein bisschen mehr im höheren Wiederholungsbereich, so kann man die Beine auf jeden Fall richtig catchen und finishen und diese richtig bis zur Ermüdung zu bringen. So, Workout ist auch schon wieder beendet. Bin ein bisschen außer Atem. Also Leg Day war auf jeden Fall knackig, nicht allzu lang heute. Aber trotzdem habe ich ein bisschen mehr gemacht als angenommen. Jetzt waren es doch knapp 50 Minuten, 430 Kalorien. Also gar nicht mal so schlecht. Mit dem Workout von heute Morgen sind es dann ungefähr, ich glaube, 700 oder 800 Kalorien. Ich blende es auf jeden Fall noch ein, meine Aktivitätenanzeige. Also war in Ordnung heute. Geht mehr, aber war gar nicht mal so schlecht. Beim Leg Day ist es halt echt so eine Sache, man muss einfach ein bisschen improvisieren zurzeit, aber auch das kriegt man hin. Einfach ein bisschen Abwechslung reinbringen. Auch mal ein bisschen was Neues ausprobieren, ein bisschen Variation und dann wird es auf jeden Fall auch. Und ich denke mal, bis die Fitnessstudios wieder aufmachen, kann man sich ganz gut in Form halten und dann geht es wieder richtig los. Jetzt gehe ich noch unter die Dusche und dann gibt es erstmal Abendessen. Hier kommt auch schon Mahlzeit Nummer 3 und zwar gibt es heute Abend Bulgur mit Blattspinat, mit gebackener Zucchini, Feta-Käse, Pistazien, Avocado und ein bisschen Joghurt mit Röstzwiebeln. Also richtig, richtig nice. Bin schon gespannt, wie es schmeckt. Alles wieder sehr clean. Heute hat es aber meine Freundin gekocht. Also ich durfte trainieren und gekocht wurde mir. Also ideal. Ich freue mich jetzt mega auf das Abendessen. Ich zeige natürlich auch wieder die Inhaltsstoffe und natürlich auch die Makros insgesamt. Und jetzt lasse ich es mir erstmal schmecken. Das war's auch schon mit meinem Full Day of Eating. Ihr seht, es ist absolut kein Hexenwerk, wenn man so ein bisschen Training und Ernährung mit in den Alltag einfließen lassen möchte. Macht auf jeden Fall mega viel Spaß, einfach so ein bisschen an sich zu arbeiten. An sich war die Ernährung heute relativ kohlenhydratreich, sage ich mal, für eine Low-Carb-Ernährung. Aber wie gesagt, heute war einfach so ein bisschen mehr
Aktivitäten, beziehungsweise dieser Leg Day, wo man einfach so ein bisschen mehr Power braucht. Deswegen habe ich es ein bisschen nach oben gestockt, kann man auch ein bisschen reduzieren. An sich hatte ich nur 3 Mahlzeiten, keinen Zwischensnack, weil heute einfach nicht der Bedarf da war. Ich hatte nicht so wirklich Hunger, von dem her habe ich es dabei belassen. Und ansonsten, genau, war es heute schon insgesamt bei mir. Am besten noch liken und abonnieren. Ich würde mich auf jeden Fall mega freuen auf eure Unterstützung. Dann kann ich da noch weitere Projekte abfilmen. Auf jeden Fall kommen auch noch weitere Full Day of Eating natürlich, um das Ganze noch ein bisschen verbessern kann. Weitere Trainingsvideos. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.